Herzlich willkommen zu dem Webinar Prozessmanagement. Wir starten in das Webinar miteinander. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie teilnehmen und dass Sie sich für einen kurzen Moment aus dem Alltag zurückziehen und sich mit mir zusammen ein paar Gedanken machen über Prozessmanagement, über Ihre Arbeit und ob Prozessmanagement eben ein Papiertiger ist oder ein Erfolgsrezept und wie dass das vielleicht zu einem Erfolgsrezept könnte kommen. Prozessmanagement erlebe ich vielfach in den Unternehmen als etwas, wo viele Fragen aufwirft bei den Leuten. Wenn ich mit dem Thema Prozess komme, sehe ich fragende Augen. Was ist ein Prozess überhaupt? Wenn Sie bei der Mitarbeiterschaft von Ihrem Unternehmen vielleicht hineinschauen, ist das Wort Prozess nicht unbedingt gerade das, wo man tagtäglich damit hantiert. Darum die Frage, ist das etwas Mystisches? Ist das etwas für Wissenschaftler? Ist das etwas für Spezialisten, eben Prozessspezialisten? Und die Antwort, die ich selber dafür gefunden habe oder die ich auch dafür geben möchte, wäre nein. Prozessmanagement und Prozess ist etwas für jedermann, jeden Mitarbeiter, jede Frau, die im Unternehmen arbeitet. Warum? Weil Prozess sich um etwas dreht, das uns den ganzen Tag beschäftigt. Es ist unsere Arbeit. Es ist unser tägliches Brot. Das heisst, Prozessmanagement ist etwas, wo wir uns tagtäglich darum kümmern, zum Kundenwunsch oder vielleicht auch Wunsch von anderen Personen oder Stakeholdern zu Glücksmomenten zu verhelfen. Oder halt einfach die Anforderungen zu erfüllten Bedürfnissen. Prozess oder Prozessmanagement ist in dem Fall etwas, was mit unserer täglichen Arbeit zu tun hat. Und darum tue ich gerne Prozessmanagement selber übersetzen als Arbeit an der Arbeit oder als Management rund um die Arbeit herum. Vielleicht wäre es dann einfacher verständlicher für die Leute, wenn wir nicht von Prozessmanagement würden reden, wenn es darum geht, sondern wie gesagt, von Arbeit an der Arbeit. Wir kümmern uns täglich ja eigentlich um die Arbeit. Und darum tun wir Prozessmanagement auch täglich machen. Jetzt, was wollen wir überhaupt mit Prozessmanagement? Vielleicht ist der eine oder die andere bei Ihnen nicht so bewandert mit Prozessmanagement. Vielleicht ist das auch noch ein Stück weit ein Fremdwort. Bei Prozessmanagement, da denkt man häufig an Themen, wo es um Ausrichtung geht vom Unternehmen, um Themen, wo es um Transparenz geht und um Themen, wo es um Verbesserung geht. Und das möchte ich gleichzeitig auch gerade halten als Ziel vom Prozessmanagement. Die sieht man im einen oder anderen Buch oder mal in einer Studie herausgeschält. Ausrichtung vom Unternehmen, Ausrichtung von der Arbeit ist ein Ziel eben vom Prozessmanagement. Die Ausrichtung, die schaffen wir wie folgt. Wir haben hier noch einmal die drei Ziele, Ausrichtung, Transparenz und Verbesserung rund um unsere Mitarbeiter herum. Und eine Ausrichtung schaffen wir mit einem strategischen Prozessmanagement beispielsweise. Das ist ein Methodenblock im Prozessmanagement, wo wir verschiedene Tools drin innehalten, wie zum Beispiel, dass wir Prozess ausarbeitet, abgeleitet von der Strategie oder sogar im strategischen Management innen sich darum kümmert, welche Dienstleistungsprozesse als man anbieten an einem Markt. Das heisst, Prozess ist etwas oder die Arbeit oder Arbeitsgruppen sind etwas, wo wir schon früh in der Unternehmensbildung oder in der Strategiebildung innen auch behandelt. Und das ist vor allem so ein bisschen strategischer Prozessmanagement. Natürlich geht es dort dann auch darum, welche Arbeiten man selber verrichten will und welche als man Freund bezieht. Das heisst, Outsourcing kann ein Thema sein oder auch ein Einschränken auf einen bestimmten Bereich, wenn es dann nachher die Arbeit geht und sagt, ab da fängt unser Kunde an, wir tun nur ein Teil von der Wertkette betreiben. Ja, das ist so ein bisschen ein Teil vom strategischen Prozessmanagement. Natürlich gibt es da noch viel mehr Themen drin. Ich möchte jetzt nicht auf die Details hineingehen von diesen verschiedenen Methoden, sondern möchte wirklich darauf abzielen, dass wir ein bisschen miteinander behandeln, wie könnten wir es so betreiben, dass es eben für jedermann etwas ist und nicht einfach der Papiertiger ist. Dann das operative Prozessmanagement. Ich hätte behauptet, das operative Prozessmanagement steuert
sehr viel Transparenz an, natürlich nicht nur. Das operative Prozessmanagement hat natürlich auch mit Ausrichtung etwas zu, aber häufig betreibt man dort Themen, wo man Transparenz eben auch schafft für die Mitarbeiter oder auch für die Leitung von einem Unternehmen, weil wir da drin in Prozesse gehen, beschreiben, dass wir wissen, was wir überhaupt wollen machen, was wir miteinander abgemacht haben. Und dass man das auch wieder anlesen kann. Oder wenn wir zum Beispiel Prozesse, also Arbeitsschritte automatisieren wollen, dass wir die Transparenz haben, was überhaupt automatisiert sollte oder könnte werden und das dann auch gezielt macht. Und schlussendlich die Verbesserung, die Methode zu der Verbesserung, wo es auch schon relativ, wenn man rumschaut, schon relativ viele Themen oder Methoden gibt. Ich nenne da nur ein paar wenige, das kann keine 10 sein aus dem Lean-Management raus, Six Sigma, wo man vielleicht für die Verbesserung haltet, vielleicht betreiben Sie im Unternehmen einen Ideenbriefkasten, wo man die Inputs sammelt, so ein bisschen zum Ideenmanagement, oder ganz sicher werden Sie Ihrem Unternehmen ein Reklamationsmanagement betreiben. Oder vielleicht auch irgendein Fehlermanagement, ein internes Fehlermanagement, wo Sie schauen, dass das, was nicht so gut läuft, dass das dann wirklich auch zu Verbesserungen geführt, dass man das anpacken kann und schlussendlich halt auch Kunden wieder glücklicher machen kann. Also, in diesem Kreis gibt es relativ viele Tools. Da würde ich gerne verweisen auf Bücher, wo man auch kann anlesen kann, was es da gibt. Und ja, ich würde sagen, es gibt relativ viele gute Tools. Dort, wo die Herausforderung steht, bin ich der Meinung, dass das ist vor allem im Transfer ins Unternehmen, wie man das dann wirklich anwenden kann im Unternehmen, dass das passt für das eigene Unternehmen. Die sehe ich die starke Herausforderung. Jetzt, wenn wir bei dieser Herausforderung sind, dann geht das natürlich verschiedene Personen im Unternehmen an. Sie arbeiten in einer bestimmten Branche. Einerseits ist das eine Herausforderung, vielleicht ist das von Branche zu Branche unterschiedlich, aber sie haben im Unternehmen auch verschiedene Brillen und das soll durch die drei Personen, die wir hier eingeblendet haben, auch ein bisschen dargestellt werden. Wir haben in der Mitte den Mitarbeiter, den würde ich jetzt als Mitarbeiter bezeichnen, den bärtigen Mann hier in der Mitte, der den Stapel Papier herumtragen muss. Unser Mitarbeiter, ihn möchten wir unterstützen, sowohl mit strategischem Prozessmanagement, mit operativem Prozessmanagement, aber auch mit der Verbesserung. Und wir wollen dann auch einbeziehen. Wir wollen aber auch, dass der CEO zufriedengestellt ist, dass er auch dabei sein kann und kann profitieren vom Prozessmanagement. Schlussendlich dienen wir ja dazu, dass die obersten Ziele der Unternehmung auch erreicht werden. Und ich würde jetzt behaupten, dass der CEO, den wir auf der linken Seite hier haben, das Gesicht ist von unserem Unternehmensziel. Nicht zum sagen, dass er die einzige Person ist, die Unternehmensziel verfolgt oder auch vielleicht definiert. Vielleicht ist das eine Gruppe, vielleicht eine grössere oder eine kleine, vielleicht ist es der Verwaltungsrat. Aber schlussendlich können wir unter dem CEO vielleicht einmal einfach das Gesicht sehen für unser Unternehmen, die Unternehmensziel, Gesamtsicht, um das kurz auszudrücken. Dann haben wir auf der rechten Seite noch eine Person, die ich so speziell als den Manager würde betiteln, das mittlere Management. Das kann ein Prozesseigner sein, es kann ein Teamleiter sein, es kann ein Risk Manager sein oder ein Controller oder es kann irgendein Fachverantwortlicher sein in irgendeinem Thema in einer Bank, vielleicht irgendwie das Datenmanagement oder in einem Bauunternehmen ist es vielleicht der Leiter Projektentwicklung. Das ist ein Fachverantwortlicher, der bestimmte Leute unter sich hat und bestimmten Einfluss hat im Unternehmen. Warum habe ich die drei Personen hier drin? Weil jeder seine eigene Sicht auf die ganzen Dinge hat. Also der CEO sollte die Gesamtsicht haben, kann aber nicht alles sehen, natürlich auch nicht das von der Basis immer. Wir haben den Mitarbeiter, sozusagen auf der untersten Stufe, wo die Arbeit tut, wo zum Kunden geht oder vom Kunden ein Bedürfnis aufnimmt. Und wir haben den Manager, der eine ganz spezifische Sicht hat im Unternehmen auf ein bestimmtes Thema, das wir im Unternehmen als sehr wichtig auch erachten. Also diese drei Perspektiven möchten wir gerne einnehmen auf unserem Weg im Prozessmanagement heute. Jetzt bin ich der Meinung, wir haben so viele Methoden und wie gesagt, so viele Bücher, die geschrieben worden sind.
Und Sie sehen, Sie haben es ein bisschen vorweggenommen auf der Folie. Ich bin der Meinung, mit all diesen guten Ansätzen fehlt noch etwas Wichtiges, wo man häufig dann gar nicht benennt im Ganzen innen, in dem Theorie, sag jetzt mal, dem Theoriekuchen. Es ist nicht nur Theorie, sondern es ist eben Methodik. Das ist das Engagement der Leute. Wenn unser Manager nicht engagiert bei der Sache ist und das Unternehmen zum Erfolg bringen will, dann können wir uns ausdenken, was dann daraus kommt. Das Gleiche gilt natürlich für einen Mitarbeiter und das Gleiche gilt für einen Manager. Darum würde ich sagen, wir brauchen Engagement bei den Leuten, aber wir brauchen auch vor allem etwas, und das ist eine Ausgewogenheit, um zu unserem Ziel zu kommen. Das heisst, der Pfeil, der zeigt uns zum Ziel vom Unternehmen, zu der Vision, bringt uns näher dorthin. Und dazu brauchen wir sowohl gute Methoden, die passen zu unserem Unternehmen, und engagierte Personen, die diese Methoden auch ein Stück weit beherrschen. Und ich würde jetzt sagen, sowohl engagiert allein reicht nicht, wie auch die Methoden, die wir hier anzeigen, reicht nicht. Das können wir formulieren wie ein 1x1 vom Prozessmanagement oder nennen wir es einfach mal wie ein 1x1. Wenn Sie ausrechnen 1 × 1 × 1 × 0, dann werden Sie auf 0 kommen. Und so würde ich die Zusammenhänge auch sehen von Prozessmanagement und Methoden. Wenn Sie Ausrichtung, Transparenz und Verbesserung beherrschen, oder wenn Sie das auch sehr gut anpeilen, anzielen, aber Sie haben kein Engagement, dann sind Sie etwa so gut als Unternehmen wie eine langsame Schildkröte. Wenn Sie Engagement ohne Transparenz betreiben, dann werden wir in Ineffizienz landen, weil die Leute gar nicht wissen, was die andere, die eine Hand nicht weiss, was die andere macht, die Leute koordinieren es zu wenig. Wenn wir Engagement ohne Ausrichtung betreiben, haben wir etwa so etwas wie einen Misthaufen, ein Chaos, hat jetzt dem auch anders gesagt, weil jeder macht es so, wie er es gerade für richtig hält, aber es ist überhaupt nicht abgestimmt auf ein gemeinsames Ziel. Und Engagement ohne Verbesserung, stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, Engagement ohne Verbesserung führt zur Rückständigkeit. Die Welt entwickelt sich. Wir alle wollen Fortschritt machen, und wenn unser Unternehmen keinen Fortschritt macht, wenn wir keine Verbesserung miteinander bringen, dann werden wir irgendeinmal abgehängt. So tragisch, als das auch mag tönen. Jetzt, warum komme ich auf das Thema Engagement? Ich bin der Meinung, Engagement ist ein Thema, das heute sehr viel, wenn man die Literaturliste auch behandelt wird, Engagement. Jetzt ist natürlich dann auch die Frage, wie bringe ich Engagement hin, aber ich möchte kurz einfach aufzeigen, was Studien sagen, was im Moment wichtig ist, was im Moment im Prozessmanagement so als wichtig erachtet wird. Es hat eine Studie gegeben, 2018, die publiziert worden ist, im 19. jetzt kürzlich von der APQC, eine amerikanische Organisation, wo Mitglieder hat rund um den Globus herum, wo sich um Prozessmanagement und Qualitätsmanagement drehen. Und bei dieser Studie liest man, dass die vier Themen, die ich hier einblende, dass die zentralsten Themen sind, die man aktuell müsste angehen in den Unternehmen. Unter BPM versteht man so ein bisschen die klassischen Geschichten, wie Prozessmodellierung oder Ausrichtung, wo man Prozesse eben gut beschreiben und gut abstimmen. Verbesserung, Continuous Improvement, dort geht es vor allem um Verbesserungsmethoden, die ich vorhin auch thematisiert habe, wo man vielleicht eine Idee Briefkasten drin hat oder ein Kaizen betreibt miteinander. Dann gibt es noch zwei Themen wie Daten und Analysen und Measurement, also Messungen von Erfolgskennzahlen oder KPIs, die da auch aufpoppen, die auch als sehr wichtige aufgenommen worden sind. Und ich würde jetzt einfach einmal behaupten, die stehen auch da, weil wir heutzutage nicht unbedingt zu wenig Zahlen haben, sondern weil wir viel eher in den Zahlen ein Stück weit, vielleicht manchmal auch versuchen, wir haben viele Zahlen, sind viele Zahlen rum. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir die Zahlen so auswerten können, dass wir auch etwas Sinnvolles für unser Unternehmen aussagen können. Und darum sind die Daten da sehr wahrscheinlich so auch ausgewertet worden in der Studie. Jetzt sehen wir hier konkrete Resultate in diesen vier Segmenten, die genannt worden sind, wo wir daran arbeiten müssten. Wir haben
Ja, bei jedem von diesen vier Feldern haben wir verschiedenste Themen, wo reinkommen. Die, sag jetzt mal, die grösste Zahl würde ich jetzt kurz mal rausheben mit dieser Lupe. Die hat etwas mit Verbesserung zu tun. Und die zweite, die grösste, wäre die mit einem Continuous Improvement Culture. Was hat die mit unserem Webinar zu tun? Genau die hat eben mit dem Engagement zu tun. Aber noch einmal zurück, wenn wir da drauf schauen, was das für Zahlen sind, dann können wir die genau unter unsere vier Themen, würde ich jetzt denen sagen, einordnen. Und zwar haben wir einerseits Themen, wo es um die Ausrichtung geht, eben wo wir Prozesse wollen ausrichten, links oben, wo wir die richtigen Messzahlen haben wollen, damit wir gut ausgerichtet unterwegs sein können und wo wir eine gute Roadmap haben, also einen guten Weg, einen Meilensteinweg an sich, um die Analyseresultate auch zu unseren Diensten können umzuwandeln. Dann, wenn wir Transparenz anschauen, dann sehen wir das auch verschiedentlich vertreten in diesen Resultaten. Kommentiere das jetzt nicht nur einmal, das kommt ein paar Mal vor in diesen Resultaten. Und die Verbesserungen natürlich auch, vor allem im rechten Segment oben, wo wir Verbesserungsthemen ansprechen. Und wenn wir jetzt noch eins weitergehen, unser Engagement-Thema, dann sehen wir, dass in allen vier Kästen innen ist das eigentlich etwas, wo man sagt, das ist wichtig, dass auf der einen Seite im linken oberen Bereich das Management dabei haben, dass wir Führungskräfte haben, die Prozessmanagement sicher als Thema sehen und sich dort drinnen auch engagieren. Dann kommen wir mit unseren Prozessen voran. Dass wir eine Kultur haben, wie ich es vorhin am Anfang angetönt habe in dieser Folie, eine Kultur haben von der Verbesserung, das hat etwas mit unserem Engagement zu tun. Dass wir im Change-in, im Wandel von der Organisation die Widerstände können übersteuern bzw. Gegen die Widerstände auch ankommen und die Veränderungen im Unternehmen können begleiten. Dass wir auch eine datenorientierte Kultur haben, wo wir die Daten auch anschauen wollen. Die können analysieren und mit denen auch können umgehen und keine Angst haben vor diesen Daten. Und auch, dass wir natürlich so eine Performance-Kultur haben, wo wir sagen, wir sind ausgerichtet miteinander und wir wollen auch ausgerichtet sein miteinander. Ich würde jetzt behaupten, all das hat mit dem Engagement zu tun, wo wir von den Mitarbeitern, vom mittleren Management, aber auch vom Leadership, vom Top-Management erwarten beziehungsweise wir wollen gerne, dass sie dabei sind. Jetzt können wir das natürlich nicht nur erwarten von den Leuten, wir können nicht einfach sagen, ja, gebt uns Engagement bitte, wir wollen unsere Prozesse vorantreiben. Die Frage stellt sich, wie bringen wir jetzt die Leute hin, dass sie wirklich engagiert dabei sind? Wie kommt es zu Engagement? Und das führt mich zu dem nächsten Thema, wo ich gerne mit der Theorie vom Herzberg, wo meint oder andere vielleicht bekannt ist von Ihnen, einfach noch kurz aufgreifen. Der Herr Herzberg hat einmal eine Theorie aufgestellt und es auch statistisch bewiesen, und das ist dann noch immer auch wiederholt immer wieder bewiesen wurde, dass die Faktoren, die er da aufgenommen hat, dass die Hand und Fuß haben. Der Herzberg hat gesagt, es gibt sowohl Hygienefaktoren in der Motivation, wo ich jetzt das Engagement da würde betiteln von den Mitarbeitern, und es gibt auch Motivatoren. Die Hygienefaktoren sind so etwas wie der Boden in der Motivation. Der Boden, den wir den Mitarbeitern geben, dass sie arbeiten können, dass sie bei uns im Unternehmen in Wendt arbeiten. Und die Motivatoren, das sind die, die unsere Pflänzchen im Himmel wachsen lassen und uns wirklich zu Bestleistungen antreiben. Wenn wir die zwei Faktoren oder die zwei Segmente mal durchgehen, dann sehen wir hier ein paar Hygienefaktoren wie Lohn, Status, Beziehungen, Firmenpolitik und Kompetenzen, wo uns als Mitarbeiter oder wo Mitarbeiter passen müssen, damit er in einem Unternehmen arbeiten will. Wenn es dort nicht stimmt, dann ist die Chance relativ gross, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Also das ist einfach einmal die Basis, um miteinander zusammenzuarbeiten. Aber das sind nicht die Faktoren, wo die Mitarbeiter eben zu Höchstleistungen antreiben, wo wir
oder Bestleistungen würden erzeugen. Motivatoren, eben die Antreiber, sind vielmehr die oberen Faktoren, wie Erfolgserlebnisse, die wir dürfen feiern, Anerkennung, die wir dürfen bekommen, der Inhalt von der Arbeit selber, das Verantwortungsgefühl, das wir selber haben in unserer Arbeit drin und der Fortschritt. Sehr wichtig, der Fortschritt, den wir in unserer Arbeit innen sehen. Die haben sich so ein bisschen herauskristallisiert. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein vollständiges Set an diesen Faktoren, aber sie bezeichnen sehr gut die Themen, die wir für die Motivation, für das Engagement etwas ansprechen sollten, damit das wirklich zu etwas Gutem kommt. Und wenn wir jetzt die noch einmal reflektieren mit den Themen, die wir am Anfang angeschaut haben, dann haben die sehr wohl etwas zu tun mit dem Ziel des Prozessmanagements. Und die haben, wie gesagt, auch etwas zu tun mit dem Engagement. Und ich würde jetzt, wenn ich das einblende, Ausrichtung, Transparenz und Verbesserung, dann würde ich sagen, die Themen, die sind so ein bisschen zwischen innen gelagert. Wir haben sowohl im unteren Bereich Themen, wo wir Ausrichtung ansprechen, Transparenz und Verbesserung, oder wo wir mit diesen Zielen auch können, die Hygienefaktoren bestücken oder beflügeln. Und wir haben auch im oberen Bereich Themen, wo wir können ansprechen können, dass wir ein Engagement aus diesen Wölkchen herausbekommen. Wenn wir jetzt die Wölkchen im oberen Bereich ein bisschen zusammenfassen oder vielleicht im oberen und unteren Bereich zusammengefasst, dann sehen wir, wenn man das zusammenfasst, das Erfolgserlebnis, jetzt muss ich hier schnell den Stift wechseln, Erfolgserlebnis und Anerkennung, die haben ein bisschen mit der Feedback-Kultur zu tun. Das hat etwas mit Feedback zu tun, dass ich nachher auch erfahre, wo ich stehe, dass ich einen Erfolg eben auch kommuniziert bekomme, dass man mir sagt, du bist gut, du machst eine gute Arbeit. Bei der Arbeit selber hat es natürlich etwas mit mir zu tun, als Mitarbeiter, wo ich sehe, ich tue etwas Gutes, ich tue etwas Sinnvolles. Nach meinem Bild, natürlich ist das sehr etwas Individualistisches, aber dass ich tue etwas Sinnvolles und es passt mir, muss irgendetwas nachher natürlich noch zu tun haben mit dem Unternehmen. Und wenn ich das zu einem Fit bringen kann, das heisst, wenn meine eigene Einstellung passt zu der Arbeit mit dem, was das Unternehmen will, dann ist das natürlich perfekt. Und wie bringen wir das besser hin, dass wir transparent machen, was das Unternehmen will. Und ich es auch schaffe, das abzugleichen mit meinen Absichten. Dass ich kann sagen, das ist ja genau das, was ich will. Darum will ich bei diesem Unternehmen auch voll investieren. Dann hat es natürlich etwas mit der Verantwortung zu tun, wo ich auch anders würde übersetzen als Beteiligung. Ich möchte mich gerne beteiligen an dem Unternehmen. Wenn ich mich beteiligen kann, spüre ich auch Verantwortung. Es gibt so einen Ausdruck, den wir häufig damit umspielen. Der heisst, Betroffene zu Beteiligten machen. Kennen Sie wahrscheinlich. Und das ist eigentlich genau das, was man da innen sehen kann. Und schlussendlich ist es halt auch der Fortschritt und das Wachstum. Und wie sehe ich das, beziehungsweise wie kann ich jemanden motivieren mit Fortschritt und Wachstum, indem man natürlich auch sieht, dass Fortschritt und Wachstum da ist. Das heisst, es braucht eine gewisse Transparenz, es braucht eine gewisse Sichtbarkeit, dass man eben auch Fortschritt macht. Das sollen wir aufzeigen. Darum passt das auch tipptopp mit den drei Themen, die wir da drin haben, mit der Ausrichtung, mit der Transparenz und mit der Verbesserung. Verbesserung schlussendlich sehen wir fast in jedem Thema, wo wir da eingeblendet haben. Jetzt möchte ich einfach noch kurz eine Studie zur Hand nehmen, wo mir letztens begegnet ist, zum Thema Engagement. Es hat einen Artikel gegeben, der letzte von Peter Capelli, wo er aufs Engagement eingegangen ist und wo er gefunden hat, es gibt so viele Messgrössen über Engagement, wo man Umfragen macht, ob das Engagement bei den Mitarbeitern da ist. Und seiner Meinung nach kann man nachweisen, dass die Umfragen nicht wahnsinnig viel bringen. Sein Statement am Schluss von dem Artikel war dann, Sie können es hier nachlesen, sein Statement war, dass es viel wichtiger ist, weder dass man hier die Messgrössen erhebt zu Engagement der Mitarbeiter.
ist, dass Mitarbeiter wirklich ein Ziel sehen in ihrer Arbeit mit dem Purpose betitelt, dass sie einen bedeutungsvollen Beitrag zum Organisationserfolg können leisten können und dass sie geführt werden durch unterstützende Vorgesetzte, die klare Ziele setzen und ein gutes Feedback, also ein regelmäßiges und bedeutungsvolles Feedback geben. Und ich finde, der Satz, der passt wahnsinnig gut in das Thema rein, wo wir uns darum kümmern, wie wir eben Engagement hinbringen können im Unternehmen, dass Prozessmanagement eben nicht zu einem Papiertiger wird, wo wir einfach das Zeug reinschreiben und nachher nicht mehr brauchen, sondern dass Prozessmanagement ist, wo wir unsere Arbeit verbessern und engagiert verbessern. Also, das heisst, unser Unternehmen verbessern. Genau. Den Satz, den finde ich wirklich sehr treffend. Ich empfehle Ihnen auch den Artikel, obwohl der eigentlich gezielt auf die Umfragen geht, zu Engagement selber. Jetzt möchte ich übergehen zu der Praxis und möchte darauf eingehen, wie das denn in der Praxis überhaupt könnte aussehen. Ich möchte hier zwei Tools dazu nehmen. Das ist einerseits Office 365, wo wir ein Portal aufgebaut haben, ein Demo-Portal, das ich Ihnen zeige, das so genau so gut bei Ihnen auch könnte sein. Und ein gezieltes BPM-Werkzeug bzw. ein Prozessmanagement-Werkzeug, das darauf abzielt, dass wir Prozesse können beschreiben, Prozesse können ausrichten und Prozesse auch in den Unternehmen, in der Organisation nachher können verankern. Warum nehme ich die zwei Werkzeuge nicht im engeren Sinn, um die Tools vorstellen da, sondern um Ihnen zu zeigen, dass Prozessmanagement in Ihrem Alltag ein Thema kann sein und mit welchen Mitteln, als wir die Engagement vielleicht könnten beflügeln. Jetzt gehen wir doch einmal kurz rein in den digitalen Arbeitsplatz im linken Bereich Office 365. Du das kurz einblenden. Das ist so eine Startseite von so einem Intranet-Portal. Das könnte ein Arbeitsplatz sein, ein digitaler Arbeitsplatz von der Person. Es kann natürlich sein, dass ein Produktionsmitarbeiter bei Ihnen, wenn Sie ein Produktionsunternehmen haben oder in einem Produktionsunternehmen arbeiten, dass das dann nicht unbedingt treffend ist. Dann müsste man vielleicht von dem abstrahieren und sich das anders vorstellen. Warum zeige ich das? Weil ich der Meinung bin, Prozessmanagement müsste etwas im Alltag sein. Wenn ich mit einem Tool arbeite wie dem hier, ein Arbeitsmittel wie das Internetportal, dann sollte Prozessmanagement, sollte die Arbeit und die Arbeit herum hier innen doch ein Thema sein. Und keine Frage ist natürlich, dass so ein Prozessmanagement geht bei so einem Tool hier, bei dem ProMap, Nintex ProMap, weil das Ding hier, das kümmert sich gezielt um Prozessmanagement. Hier innen möchte ich gerne zeigen, dass Prozessmanagement eben auch attraktiv für die Mitarbeiter kann betrieben werden und dass bestimmte Themen, die wir jetzt vorhin angesprochen haben, auch sehr gut können unterstützt werden. Aber wie gesagt, ich möchte nicht eine Toolpräse machen, sondern untermalen, ein paar Themen untermalen, die wir am besten könnten ansprechen, um das Engagement steigern bei den Leuten. Jetzt zum ersten Thema. Ich möchte in unseren Themen hineinbleiben. Ich möchte zum strategischen Prozessmanagement gehen und Engagement. Wie könnte das denn in der Praxis beflügelt werden? Oder wie könnte das in der Praxis unterstützt werden mit Engagement, strategischen BPM? Ich greife hier einfach drei Themen auf. Das ist die Strategieentwicklung und die Ableitung des Prozesses. Das ist das Riskmanagement und das ist der Review der Strategie und der Ziele, die ich kurz beleuchten möchte. Ich denke, auch hier ist es wichtig, dass wir Engagement können haben, sowohl vom CEO wie auch von den Mitarbeitern. Wie kommen wir allenfalls zu Engagement im Strategieentwickeln und im Ableiten von den Prozessen aus der Strategie heraus? Meine Meinung ist, wenn wir Strategieentwicklung und Prozess ableiten von der Strategie breit abstützen in der Mitarbeiterschaft, dann werden wir, so die Theorie vom Herzberg, dass die Strategie und die Prozesse, die wir abgeleitet haben, breit abstützen. Das ist der erste Punkt. Wenn wir täglich über unsere Strategie reden und auch über unsere Prozesse reden, wenn wir es schaffen, dann werden wir das Engagement der Leute auch dabei haben.
Und wenn wir Prozesse als Organisationsinstrument nicht nur eben als Papiertiger betreiben, sondern als etwas, das wir brauchen, um unsere Organisation zu beleuchten, dann werden wir auch Engagement haben, weil es täglich vor den Augen ist vor den Leuten, weil wir Transparenz schaffen mit diesen Prozessen, die wir definiert haben. Und ich wäre jetzt der Meinung, so werden wir Engagement sicher bekommen von den Mitarbeitern. Jetzt möchte ich das einmal aufgreifen in diesem Tool, in diesem ProMap, in diesem Prozessmanagement-Tool. Ich wäre der Meinung, ein Prozessmanagement-Tool, wo ich es zur Ausrichtung soll verhelfen soll. Das soll nicht unbedingt kompliziert aussehen, aber es soll ein bisschen alltagsgerecht und modern aussehen. Wenn wir das anschauen, dann sehen wir da viele Sachen, wo uns ins Auge gefallen, wo so Update-Funktionen haben, wo ich sehe, da ist etwas gegangen, ich sehe Feedbacks, die eingegangen sind. Wenn ich da mit der Maus drauf gehe, Feedbacks und Suggestions, ich sehe irgendwelche Inputs drauf. Jetzt ist das nicht unbedingt etwas, das ich gerade zu der Ausrichtung brauche. In der Ausrichtung werden sie, und da gehe ich zum nächsten Fensterli, da werden sie natürlich eine Landkarte brauchen, die sieht sehr einfach aus. Mit dem möchte ich jetzt nicht behaupten, dass das die beste Darstellung ist da. Aber was ich da gerne aufzeigen und diskutieren möchte, ist, eine Landkarte muss vielleicht gar nicht so verrückt kompliziert aussehen, sondern es ist viel wichtiger, wenn wir eine Prozesslandkarte haben, dass die Leute auch verstehen, dass sie einfach ist, dass die Leute einen Zugang haben dazu. Vielleicht ist es so eine Landkarte wie das hier. Vielleicht ist es aber auch etwas, wo wir in so einem Tool finden und wir sagen, ja gut, das sind jetzt unsere, ich sage jetzt diese Teams, es könnten ja auch Arbeitsbereiche sein, weil Prozesse sind ja unsere Arbeiten. Da könnten es Arbeitsbereiche sein und dann wäre unsere Prozesslandkarte vielleicht so eine Navigation. Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, dass wir den Leuten wirklich unsere Arbeiten, die wir definiert haben, unsere End-to-End-Prozesse, dass sie die auch finden. Und wenn ich nachher mich in so einen Arbeitsbereich eben hineinbewege, dass ich dann nachher auch etwas sehe, wo mit meiner Arbeit zu tun hat oder mit dem, was ich hinter dran dort dann auch vermute. Und wenn wir in den HR-Prozess hineingehen, dann finde ich da Themen, wo es nicht nur dokumentarische Sachen geht, sondern es geht eben auch um die tägliche Arbeit da innen. Wenn wir da schauen, da hat es verschiedene Personalthemen innen. Und schlussendlich muss ich natürlich dem Mitarbeiter auch zeigen, wie der Prozess dann auch läuft. Mit irgendeinem Ablauf. Das ist jetzt so ein Checklistenformat, das wir hier haben. Das könnte aber auch ein Flowchart sein. Dazu möchte ich einfach noch vermerken, wahrscheinlich ist es gut, wenn Sie herausfinden, was Ihre Leute am besten verstehen und am schnellsten können lesen. Jetzt sind wir immer noch in der Strategieentwicklung. Breit abstützen, was könnte denn das heissen? Breit abstützen könnte heissen, dass wir vielleicht einmal Mitarbeiter befragen, was es heisst, die Landkarte hier zu definieren. Muss es der Verwaltungsrat machen? Muss es Geschäftsleitung machen? Oder könnten wir vielleicht auch mal Mitarbeiter befragen, wie sie das sehen oder wie sie das verstehen? Ich erlebe viel in meiner Beratungstätigkeit, dass wir uns um Namen herumtrüllen und uns fragen, wie nennen wir das jetzt am besten? Wie nennen wir das Kind, dass es die Leute verstehen? Und finden noch am Schluss sehr lustige Namen, die aber die Leute am Schluss nicht verstehen. Und darum denke ich, ist es extrem wichtig, dass wir die Sachen, die wir aus der Strategie heraus ableiten, auch verständlich machen für die Leute. Das zu dieser breiten Abstützung in der Strategieentwicklung. Dann etwas zum Risk Management. Beim Risk Management bin ich der Meinung, ist es wichtig, dass man auf Durchgängigkeit achtet. Und das führt mich wieder zu dem Tool, das wir hier haben. Wir haben hier so ein Risk Management Modul drin, wo ich in einem Cockpit drin ein riesen Summary sehe, also wo ich so eine Heatmap sehe, zwei Risks. Ich sehe, wenn ich jetzt als CEO da drauf gehe, wo das gerade brennt, wo das ein bisschen Nachholbedarf ist und kann dann nachher irgendwo in die Tiefe abgreifen. Wenn ich jetzt hier abgehe in das Segment General, so ein bisschen die allgemeinen Risikthemen, die wir haben, klicke ich schnell drauf, dann sehe ich, aha, da sind irgendwelche Kontrollen oder Risiken, die noch zu kontrollieren sind, die vielleicht da overdue sind, ein Haufen Sachen, die overdue sind. Warum zeige ich das? Weil ich der Meinung bin, dass es wirklich etwas bringt, wenn wir
nicht wie zum Beispiel ISO 9001 vorgeschrieben, einfach einmal eine Risikoübersicht machen, sondern wenn, wie es eben schon auch vorgeschrieben ist in 9001, dass wir nachher den Risiken auch nachgehen und schauen, was da dazu zu machen ist. Und wenn wir die Chance haben, mit so einem Tool da zu arbeiten, dann können wir alles, was uns in einem Risiko bewegt, auch treffend ansprechen. Das nehme ich deswegen, weil ich mich häufig um Audits tun, in so 9001 Audits, wo ich aus meiner Erfahrung heraus gesehen habe, häufig haben die gar nichts mit dem Riskmanagement, mit dem Internen zu tun, in einem Unternehmen innen. Riskmanagement ist immer so ein bisschen eine Spezialfunktion und die sich um die ISO-Zertifizierung tun und Prozesse auditieren, die haben dann fast nichts zu reden am Schluss mit dem Riskmanager. Jetzt möchte ich kurz das einfach aufzeichnen. Sie haben häufig im Organigramm nebst unter dem CEO irgendwelche Stabstellen und das kann zum einen das Riskmanagement sein und das wird vielleicht auch noch irgendwie die Organisationsentwicklung sein. Vielleicht sind es dort die sich um Prozess kümmern und die Audits machen. Und meine Behauptung oder beziehungsweise mein Input da wäre, dass wir die Leute zusammen mit dem CEO und ich nehme jetzt den da dazu, schauen, was sind jetzt effektiv unsere Risiken und was betreiben wir gemeinsam, dass wir die Risiken im Griff haben. Also gemeinsames Risikomanagement betreiben, übergreifend über alle Funktionen und nicht in unterschiedlichen Tools vielleicht dann sogar noch und mit unterschiedlichen Messgrössen anfangen, die Risiken angehen. Ich glaube, mit dem werden wir nachher auch schlanker unterwegs sein, weil sie Sachen nicht zweimal kontrollieren. Dann machen sie es einmal und denke, das werden Ihnen die Leute auch verdanken am Schluss im Unternehmen. Dann das Review von den Zielen und der Strategie. Da wäre ich der Meinung, es ist sinnvoll, wenn wir Messgrössen auch für Prozesse haben. Das ist etwas, wo ich sehr viel antreffe, dass man sagt, wir haben ja Messgrössen, wir messen ständig, wir haben vielleicht finanzielle Messgrössen, aber unsere Prozesse auch noch mit Messgrössen versehen, ja, das ist dann zu viel Arbeit. Aber wenn wir doch sagen, dass Prozessmanagement die Arbeit von der Arbeit ist oder die Arbeit zu der Arbeit, dann ist ja das eigentlich etwas, wo wir sagen, da kümmern wir uns um unser Unternehmen, um unser tägliches Brot. Also müssten wir eigentlich die Hauptsache von unserem Unternehmen auch messbar machen. Und darum würde ich empfehlen, dass man probiert, die Messgrössen, die man schon hat, umzulegen auf Messgrössen, die man im Unternehmen in den Prozessen auch wieder brauchen kann. Also das, was man schon hat, umlegen auf Prozesse. Ich zeige es kurz hier beim Personalrekrutierungsprozess, was wir hier drinnen haben. Das ist nicht ein wahnsinniger Haufen. Wir haben hier so Performance-Targets, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade in diesem Beispiel SMART definiert, nach der SMART-Methodik, aber es soll zeigen, es ist wichtig, dass sie Messgrössen anwenden und das, was sie eh schon messen, dass sie das nachher auch auf Prozesse umlegen. Also wir müssen es nicht übertun mit den Daten. Und wenn wir viele Daten haben, ist es sicher gut, dass wir die umlegen nachher auf Prozesse. Aber wenn wir 100 Messgrössen erfinden für unsere Prozesse, die am Schluss niemand misst, dann haben wir effektiv auch nichts gewonnen drinnen, oder? Also das brauchen, wo wir wirklich haben. Jetzt, wenn es um ein Review geht, da vielleicht noch kurz der Input. Da wäre ich der Meinung, ein Review ist gut und recht, wenn er einmal im Jahr passiert. Wenn wir so den Lauf von einem Jahr anschauen, wo wir irgendein Ziel gesetzt haben, dann passiert das, dass wir Massnahmen definieren, die in die Richtung Ziel gehen. Und wir überprüfen sie vielleicht irgendwie eben all Jahr oder all Quartal. Und was daraus häufig passiert, ist doch, dass wir irgendeinen Zickzack-Kurs haben von Review-Meeting zu Review-Meeting, wo wir wieder irgendwelche Korrekturen vornehmen. Ideal wäre natürlich, wenn wir kontinuierlich würden schauen, auf welchem Weg wir stehen. Mein Input hier wäre, dass wir in jedem Meeting, das wir haben, und die finden vielleicht täglich statt, vielleicht wöchentlich, dass wir unsere Ziele dort integrieren und überprüfen.
Das kann eine einfache Meeting-Agenda sein, wo sie haben, wo sie Traktanten drin haben. Dort schauen sie auch häufig ihre Auftragslage an in den täglichen Meetings. Warum nicht auch Ziel kurz trainieren und schauen, wo wir stehen und was nicht passt. Und dann kann man Anpassungen vornehmen. Und die natürlich dann auch noch aufrapportieren, bis auf Stufen Unternehmensleitung. Jetzt noch zum operativen Prozessmanagement. Wie bringen wir dort Engagement hin? Oder vielleicht sind es da eher Themen, wie wir das Engagement weniger verhindern. Jetzt, da möchte ich die Themen nehmen, Prozesse beschreiben, Prozesse umsetzen im Operativen und nachher auch Feedbacks einholen. Stichwort, wo es wieder bekannt vorkommt, vom Herzberg. Prozesse beschreiben, da wäre ich der Meinung, das sollte doch einfach und klar sein für die Leute. Wenn wir den Prozess anschauen, da, wo wir im Personal inne haben, gehe noch einmal da drauf auf die Procedure, dann ist das so ein bisschen textuell stichwortartig definiert. Da ist zu überlegen, passt das für uns, ist es genug klar? Die Leute, die das Tool da entworfen haben, und der Meinung bin ich ja, die Leute, die haben gefunden, komplizierte Flowcharts, die führen häufig zu Abneigung von den Leuten, weil sie mit dem im tagtäglichen Umgang vielleicht nicht unbedingt bewandert sind, weil sie so etwas im tagtäglichen nicht brauchen. Wenn sie Mitarbeiter haben, die natürlich mit so Flowcharts tagtäglich arbeiten, ist das perfekt. Aber für Leute, wo es nicht so geläufig ist, ist vielleicht etwas textuell so etwas Besseres. Dann kann man da drauf, man kann vielleicht auch mal etwas aufklicken. Ja. Und wenn man ein Detail davon will, geht man dort drauf. Und was dort auch noch super ist, ist, wenn man so etwas kann im Werkzeug im täglichen integrieren. Das auch nur als Beispiel. Wir sind hier in dem Portal, in dem digitalen Arbeitsplatz. Ich nehme das wirklich als Beispiel so. Und das ist in dem Intranet integriert. Ich muss nicht aufs Prozessmanagement-Tool navigieren, damit ich meinen Prozesssteckbrief habe, sondern ich gehe an meinen Arbeitsplatz und habe dort die Info, was zu tun ist, wie das ablaufen soll. Das ist natürlich sehr abstrahiert jetzt hier, das Beispiel. Bei Ihnen ist das vielleicht nicht das Tool. Vielleicht ist es eher ein ERP. Vielleicht ist es ein CRM, aber dort drinnen sollte ich idealerweise sehen, wie der Prozess funktioniert, dass ich eine Orientierung habe. Dann die Umsetzung des Prozesses. Da ist natürlich wichtig, dass wir die Verantwortlichkeiten befähigen, dass ihnen klar ist, was sie zu tun haben. Und da vielleicht noch einmal zu dem ProMap. Da innen gibt es so ein Ausbildungsmodul. Ich zeige das nur mit dem kurz an, im Training-Modul innen, wo ich verschiedene Kompetenzen definiere. Wir haben hier die Kompetenz-Section. Dann definieren, basierend auf den Kompetenzen, die wir haben, Ausbildungseinheiten. Und am Schluss definiere ich, wer welche Rolle mit welchen Ausbildungseinheiten ins Unternehmen eingeführt wird. Und dort werden natürlich die Prozesse auch angezogen. Jetzt ist das natürlich sehr ein umfassendes Tool, das wir hier haben. Aber ich glaube, das Learning daraus ist, dass wir schauen, dass die Sachen, die wir auch beschreiben, dass die wirklich auch im Tagtäglichen innen, bei der Mitarbeitereinführung oder bei Updates, halt auch in den Team-Meetings innen, vielleicht wieder mal zur Hand genommen werden und die Verantwortlichen auch immer wieder mal schauen, was sind meine Verantwortlichkeiten, wie läuft es genau, und man das bespricht so. Und dass wir die Vereinbarungen im Tagesgeschäft natürlich auch verankert. Und da eben noch eines der Stichworte, das ich gesagt habe, dass man es vielleicht einmal im Team-Meeting innen integriert. Dann Feedbacks einholen, das haben Sie hier gesehen, im Tool innen selber. Da gibt es so Feedbacks-Tool, ich kann etwas bewerten, ich kann da sagen, ich finde den Prozess da wahnsinnig gut oder überhaupt nicht gut, ich kann ein Feedback zurückgeben, drücke da schnell drauf und wenn ich das Feedback eingebe, dann geht das zurück an Prozessverantwortliche. Jetzt kann es natürlich sein, dass das nachher versandet, wenn es zu ihm geht. Darum ist es wichtig, dass ich Transparenz habe über die Inputs, die eingegangen sind und auch über Massnahmen regelmässig berichten. Darum denke ich, ist es, wenn wir jetzt die Leitung ansprechen, sehr wichtig, dass wir eine gute Feedback-Kultur betreiben, dass wir die Leute nicht entmutigen, sondern ermutigen mit offenem Feedback und Dankbarkeit, dass überhaupt Inputs kommen und auch Informationen über Massnahmen.
So werden wir sicher auch mehr Inputs generieren. Und etwas dafür, etwas Hilfreiches dafür ist, vielleicht nicht unbedingt etwas Digitales, kann natürlich auch etwas Digitales sein, dass wir vielleicht ein Dashboard haben, wo wir irgendwo ein Whiteboard aufhängen und dort drauf so mit einem Status, ich sage jetzt da mal offen, in Arbeit und geschlossen, das kennen Sie wahrscheinlich, ein Kanban-Board aufhängen, vielleicht sogar noch ergänzt mit den Performance-Zahlen, dass wir so etwas miteinander betreiben und dort drinnen so ein bisschen unsere offenen Tasks oder auch die geschlossenen miteinander gehen anschauen. Wenn man natürlich so ein Whiteboard macht, dann braucht es ein bisschen Vertrauen, dass niemand geht, Zettel umkleben. Aber ich glaube, Vertrauen ist sowieso eine der wichtigsten Basiselemente in einem Unternehmen. So etwas sollte möglich sein. Jetzt das letzte Thema, Verbesserung und Engagement. Da habe ich zwei Punkte, die ich jetzt am Schluss noch kurz aufgreifen möchte, eben Verbesserungen aufnehmen. Da habe ich aufgeführt, gerne alle einbeziehen, alle dürfen Verbesserungen eingeben, alle sollen aber auch eben ein Feedback bekommen, wie ich vorhin angeführt habe. Täglich verbessern, auch täglich darüber berichten und das thematisieren, das ist nicht unbedingt das Einfachste, das erleben wir bei unserem Unternehmen auch. Es ist manchmal eine harte Knochenarbeit, täglich irgendetwas probieren zu verbessern, aber so wird es, wenn man das probiert, wird es auch zur Normalität, dass man verbessert. Und irgendwann kommt man so ein bisschen in einen Groove rein, wo man sagt, mal, das ist eine super Sache, weil jetzt kann ich leichter arbeiten. Und dann eben die verfügbaren Daten ausschöpfen. Etwas, was Ihnen natürlich helfen kann, ist, wenn Sie automatisierte Tools haben, wenn Sie in so einem Prozess innen sind, also in der Personalrekrutierung, und können sagen, gut, jetzt wird da der ganze Prozess trackt durch alle Tasks durch und ich kann nachher auswerten, was für eine Performance was wir an den Tag gelegt haben, vielleicht sogar was Feedback war, noch durch, wie viel Zeit das gebraucht worden ist. Wenn wir so viele Daten produzieren, dann ist das natürlich super, wenn wir das auch können auswerten können. Die verfügbaren Daten oder sonst hilft es vielleicht, wenn man das ein oder andere mal automatisiert und das führt mich zum nächsten Punkt. Nebst dem Feedback geben, wo ich noch einmal sage, ist einfach das A und das O, auf dem Stand von der Technik bleiben. Eben das Tool hier, das bietet mir so ein bisschen wie ein Facebook Möglichkeit, Feedback zu geben. Es bietet mir als Prozesseigner, wenn ich da in die Übersicht hineingehe, bietet mir die Übersicht über alle Feedbacks, die reingegangen sind. Ich kann hier antworten. Ich habe eine Übersicht über irgendwelche Lean-Aufgaben da drin, wo wir Themen haben im Lean-Management drin. Ich habe die Möglichkeit, selber To-Dos hineinzuschreiben als Prozessmanager. Das ist jetzt ein Tool auf dem Stand von der Technik. Vielleicht haben Sie andere Hilfsmittel. Ich denke, es ist wichtig, dass wir up-to-date bleiben und die Tools brauchen, die heutzutage verfügbar sind. Und eben dort, wo es auch möglich ist, etwas automatisieren, damit wir Medienbrüche aus der Welt schaffen und damit auch Fehler aus der Welt schaffen. Und damit produzieren wir, wie ich vorhin gesagt habe, auch mehr Daten, die uns nachher helfen, Prozessmanagement zu betreiben. Das war das Letzte. Wir haben die Themen ein bisschen beleuchten. Ich glaube, es gäbe noch viele Themen, wo man zu Engagement und Ausrichtung, Transparenz und Verbesserung anschauen miteinander. Ich bin natürlich auch froh, wenn Sie Feedbacks haben und Fragen haben zu dem Thema, um dort ein bisschen weiterzukommen. Ich freue mich natürlich auch über Diskussionen, die im Nachgang kommen. Zum Schluss einfach noch einmal das in Erinnerung gerufen, dass wir Engagement brauchen, dass so ein Engagement nicht geht und dass wir uns stark darum tun müssen, dass die Leute engagiert sind, sowohl der CEO, der Manager wie auch der Mitarbeiter, aber das Engagement alleine natürlich auch nicht zum Ziel führt, sondern wir alle Teile brauchen. Ausgerichtet, transparent und verbessert mit dem Engagement werden wir zum Ziel kommen.